Mach- und Fachgeschichten. Heute die Sabre 350, wie sie etwas sägt. Ein Reformputzhobel, wie er etwas reformt. Eine exotische Art zu essen. Und natürlich mit dem Wolfgang und dem lieben Timo. Görchen Baochuang ist ru he Görchen de. Yi zhong yi guo qing diao de yin shi fang shi. Dang ran shi yu de long jia er he qin ai de di mo yi qi. Das war Chinesisch. Da jia men hao. Ich zeige euch heute, wie ihr euch euer fernöstliches Essbesteck, besser bekannt als Stäbchen, selber herstellen könnt. Ihr braucht dafür einen Putzhobel wie diesen hier, eine Hobellade passend zum Hobel, dazu später mehr, eine Fräse mit V-Nut-Fräser, ein bisschen Hartholz und natürlich ein bisschen Restholz, aus dem später die Stäbchen gemacht werden. Zunächst mal bringen wir das Holz für unsere Vorrichtung in der Vorrichtung auf eine gleichmäßige Dicke. Wir können dafür natürlich auch die Hobellade verwenden. Es ist egal, wie dick es ist, Hauptsache es ist nicht zu dünn. Dann nehmen wir uns unser Meierstreichmaß der Generation 3 und markieren uns hier die Mitte. Jetzt spannen wir unsere Lade in die Hinterzange ein, bringen unsere Laufleisten auf eine gleichmäßige Höhe und fräsen mit der Oberfräse und dem Parallelanschlag in die Mitte die V-Nut ein. Diese muss ungefähr 3 mm tief sein. Deswegen erzähle ich euch gleich. Jetzt schneiden wir uns unsere Vorrichtung erstmal auf das Endmaß unserer Stäbchen zu. In diesem Fall 22 cm. Jetzt nehmen wir uns unser Holz und schneiden mit leichtem Übermaß unsere Rohlinge für die Stäbchen zu. Wir haben die Rohlinge jetzt soweit fertig. Jetzt müssen wir uns natürlich noch um die Einstellung der Hobellade kümmern. Die stellen wir am besten ein mit unserer Einlage für die Lade. Und davon habe ich zwei Abschnitte gemacht. Also ich habe einen Abschnitt gemacht und den dann aufgetrennt. Die können wir jetzt hier vorne rechts und links drunter positionieren. Und da drauf legen wir jetzt unsere Hölzer, die genau die gleiche Dicke haben wie unsere fertigen Stäbchenrohlinge. Drücken das Ganze einmal runter und spannen es fest. Dann nehmen wir uns unsere Rohlinge, gucken, wo die planste Seite ist und legen diese nach unten in unsere Lade rein. Dann schnappen wir uns unseren Putzhobel, den wir uns klugerweise vorher eingestellt haben, und hobeln die obere Seite glatt. Hobelt diese Seite nicht komplett auf Fertigmaß runter, also bis Anschlag der Leiste, weil wir müssen die andere Seite ja auch noch behobeln. Wir hobeln die jetzt ein bisschen plan und drehen das Ganze dann um. Jetzt nehmen wir unseren auf dicke gehobelten Rohling und spannen ihn senkrecht in die Lade. Dazu nehmen wir uns ein paar Keile und pressen diesen Rohling mit Druck gegen die Wange unserer Hobellade. Auch bei diesem Stück wieder hobelt die Oberseite nicht komplett runter bis auf Anschlag, weil wir ja die Gegenseite auch noch aushobeln müssen. Das ist jetzt der einzige Schritt an dem Projekt, der so ein bisschen freihändiger geschieht. Ihr müsst nämlich gucken, dass die obere Seite im rechten Winkel steht zu den beiden Flanken. Ihr könntet dieses Problem lösen, indem ihr an eure Einlage für die Hobellade nochmal einen kleinen Falz anfräst, in den die Stäbchen reinpassen, aber halt nicht so tief, dass ihr den Rohling nicht mehr erreichen könnt. Dadurch könnt ihr natürlich das Stäbchen einfach an die Wange pressen und ihr habt direkt einen rechten Winkel. Sind wir soweit, drehen wir das Ganze um
und hobel noch die vierte Seite runter. Diese dann auf Fertigmaß. Macht euer Hobel keine Hobelgeräusche mehr und es fliegen keine Späne mehr raus. Nehmt ihr euren Rohling aus der Lade raus und ihr solltet etwas haben, was ungefähr so aussieht. Quadratischer Grundschnitt mit 6,5 auf 6,5 und 6,5 auf 6,5. Jetzt haben wir uns alle ein bisschen warm gehobelt. Kommen wir zu Schritt 2. Wir nehmen unsere Einlage aus der Hobellade wieder raus. Machen sie kurz sauber. Und jetzt nehmen wir hier ein Klötzchen, das ich auf 3,4 und 6,2, also 3 auf 6 mm ausgehobelt habe. Das ist ziemlich schwierig mit der dicken Hobelmaschine. Aber ihr habt ja jetzt eine Hobellade, mit denen ihr solche Klötzchen herstellen könnt. Dieses Klötzchen lege ich jetzt an den Anschlag vorne in meine Hobellade rein. Und da kommt die Einlage wieder drauf. Und festspannen nicht vergessen. Jetzt nehmen wir uns unsere Rohlinge, legen sie wieder in die Lade rein und hobeln den Konus an. Natürlich ohne die Klötzchen zu zerstören. Dann drehen wir die einmal weiter und hobeln auch die benachbarte Seite zu einem Konus. Und das machen wir jetzt mit allen vorbereiteten Rohlingen. Kommen wir jetzt zu Schritt 3. Wir spannen unsere Zulage wieder aus. Nehmen unsere Zulage raus, nehmen das Klötzchen in die Hand und setzen das Klötzchen hochkant in die Lade ein. Dann legen wir unsere Zulage wieder drauf und festspannen nicht vergessen. Jetzt nehmen wir einen unserer Rohlinge und legen sie diagonal in die V-Nut rein und hobeln die Faser ab. Hier die Erklärung, warum eure V-Nut etwa 3 mm tief sein sollte. Wenn ihr ein Quadrat habt mit der Kantenlänge 7 x 7 mm, dann beträgt dessen Diagonale, Pythagoras und so, etwa 9,9 mm. Soll heißen, wenn wir das Quadrat in die Diagonale kippen und etwa 3 mm tief versenken, dann steht die obere Ecke immer noch auf derselben Linie wie die Oberfläche des Quadrats. Und das ist wichtig, weil diese Linie markiert in diesem Fall, wo unser Hobel langläuft. Und wir wollen ja das Stäbchen nur vorne achteckig kriegen und nicht hinten. Jetzt sollte euer Rohling hinten quadratisch und vorne achteckig sein. Jetzt haben wir unsere Rohlinge soweit fertig und wir haben noch eine kleine Sache, die wir machen müssen. Und zwar haben traditionelle Stäbchen an ihrem Ende immer so ein kleines diamantförmiges Dach. Und das müssen wir auch irgendwie anschneiden. Ich habe mir dazu diese einfache Lade hier gebaut. Das ist einmal abgeschnitten in 15 Grad. Und hinten haben wir einen Stopper drin, der die Gesamtlänge des Stäbchens vorgibt. Wir legen jetzt unser Stäbchen hier rein, spannen das Ganze fest und sägen es gerade mit der Dübelsäge ab.
weiß nicht, ob man das erkennen kann, aber unser Stäbchen hat jetzt eine schöne Dachform. Da die Stäbchen jetzt im oberen Bereich noch recht scharfkantig wären, schleife ich da jetzt einmal kurz drüber und dann werden die Dinger geölt. Ich lasse die Stäbchen jetzt ungefähr eine Stunde in dem Ölbad liegen und in der Zeit saugen sie sich ordentlich voll. Danach nehmen wir sie raus, wischen den Überstand ab und dann sollten sie ziemlich lange halten. Es sei denn natürlich, ihr packt sie in die Spülmaschine oder kaut bewusst drauf rum. Das vertragen sie dann eher nicht. Jetzt habt ihr eure wunderschönen Essstäbchen fertig, jetzt wollt ihr sie natürlich auch benutzen können. Mit Stäbchen essen können ist tatsächlich deutlich einfacher, als es zunächst den Anschein hat. Ihr nehmt das erste Stäbchen, das ist das statische Stäbchen, und klemmt es ein zwischen Daumen und Mittelfinger. Es gibt Anleitungen, die sagen, man soll es zwischen Daumen und Ringfinger einklemmen, aber ich weiß nicht warum, irgendwie ist dafür meine Hand zu groß. Mir rutscht das Stäbchen so die ganze Zeit hoch. Ich habe irgendwann den Mittelfinger genommen. Dann nehmt ihr das zweite Stäbchen, das ist das Führungsstäbchen, und legt es entlang eures Zeigefingers auf und klemmt es mit dem Daumen fest. Jetzt könnt ihr, wenn ihr den Zeigefinger bewegt, damit dann essen. Jetzt stellt man sich natürlich die Frage, wie konnten zwei Holzstäbchen gegenüber Messer und Gabel gewinnen? Nun, dafür gibt es mehrere Gründe. Zum einen, Messer am Tisch zu haben, gilt in der asiatischen Kultur als aggressiv und unhöflich. Interessanterweise gibt es das in der europäischen Kultur auch. Das ist der Grund, warum wir bei Tisch immer diese komischen stumpfen Messer benutzen, mit denen man quasi nichts schneiden kann. Aber das ist eine andere Geschichte. Der zweite Grund ist, Stäbchen sind natürlich deutlich materialschonender und deutlich einfacher zu fertigen als Messer und Gabel aus Metall. Und der dritte Grund, nun, in der asiatischen Küche werden die meisten Gerichte so zubereitet, dass sie in mundgroße Stücke schon geschnitten sind. Das heißt, man muss sie einfach nur mit den Stäbchen noch aufnehmen. Oder es sind Suppen. Noch ein kleines No-No zur Benutzung von Stäbchen. Wenn ihr eine Mahlzeit serviert mit Stäbchen, dann werden die Stäbchen niemals, und ich betone an dieser Stelle, niemals in der Mahlzeit serviert. Das hat den Grund, dass in der asiatischen Kultur die Ahnen verehrt werden. Und den Ahnen, den wird auch durchaus, also ich möchte, es sind keine Opfergaben, sondern es sind Darbietungen, um die Ahnen zu besänftigen. Und dazu werden meistens kleine Portionen Reis gekocht. Und in diesen Reis, damit die Ahnen das halt konsumieren können, werden die Stäbchen gesteckt. Soll heißen, wenn ihr eine Mahlzeit mit Stäbchen drin serviert, dann ist es Essen für die Toten und bringt Unglück und ist unhöflich. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr euch so eine Hobellade selber nachbauen könnt, dann schaut doch hier nochmal rein. Ursprünglich wollten wir dieses Video pünktlich zum chinesischen Neujahr am 21.01. fertig haben. Das hat sich leider durch, wie heißt es bei der Bahn so schön, Störungen im Betriebsablauf etwas verzögert. Ich habe mir jedoch sagen lassen, dass die Feierlichkeiten zum chinesischen Neujahr erst am 5.2. mit dem Laternenfest enden. Dementsprechend sind wir noch nicht zu spät, wenn ich sage: Wǒ zhù ge wěi, tù niān kuài lè, jiān kāng píng án, jí xiǎng zhú yì, huí tuò jiān, jí shí xīng lòu.